So, damit hallo und herzlich willkommen und wir kämpfen. Wir kämpfen gerade hart. Denn, wie wir sehen, werden wir angegriffen. Wir werden angegriffen, die Hornet-Drohne greift uns an. Okay, sie ist abgeschossen. Wir kämpfen auch gegen das. Was droppt es da? Ah, wir sind außerhalb der Reichweite. Was haben wir noch in der Nähe? 5. Hier, genau. Die hier. Weißt du was? Einstellen. Autocannon. Ich weiß nicht, ob wir was treffen. Ist eigentlich auch egal. Zumindest konnten wir uns jetzt erfolgreich wehren und werden wahrscheinlich jetzt gleich vernichtet, weil die sind ganz doll sauer. Egal, damit auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zurück. Und, ach Gott. Ja, ich bin auch so ein bisschen im Grübeln, woran es liegen mag. Aber, ja. Irgendwas wird es sein. Dass wir immer wieder neue Freunde finden hier. Gut, also Beleuchtung, check. Frachtraum, check. Panzerung, noch nicht ganz check. Antrieb, check. Okay, gut. Wir brauchen ein geeignetes Cockpit. Mhm. Ich würde es diesmal gerne nicht panzern wollen. Zwar immer erste Gedanke war gerade so, ja, wir könnten vielleicht, aber nein, das bringt eigentlich nichts, weil wenn wir von irgendwas getroffen werden, ist es eh hinüber. Also von daher, so, Cockpit-Blocks. Warum auch immer sind alle weg. Das ist nervvoll. Warte. Ja, da haben wir ja ein paar. Naja, Sneak ist anders. Müssen wir auch wieder dieses Newsletter-DLC. Oh Gott. Wie viele DLCs gibt es jetzt, die ich verpasst habe anscheinend? Interessant. Weißt du was? Gucken wir doch mal, ne? Was für DLCs habe ich verpasst anscheinend? So, Bibliothek, genau. Space Engineers. Dann zeigen wir mal hier Zusatzinhalte. Okay, Contacts. Ja, sehe ich ein. Das habe ich nicht gemacht. Und was ist das Newsletter-DLC? Ist ja manchmal den Art, die wollen mich verarschen oder sowas. So. Ich hätte gerne eine Auflistung von allen. Es ist manchmal so nervig mit den Sachen. So. Zeig mal. So. Was ist das denn? Deluxe Edition. Nein, will ich nicht. Deluxe Edition ist scheiße. Ist total überbewertet. Ja, sonst habe ich doch alle DLCs. Ja. Ich wollte gerade sagen, hä? Was wäre denn mit einem Newsletter-DLC? Naja. So, Warenkorb. Wo ist mein scheiß Warenkorb? Da ist der. Entschuldigung, für die Wortwahl. nein, das möchte ich nicht kaufen. C-Blip, okay. Hat sich interessant. So, genau. Wollen wir das mal. Supporten wir die, auch wenn es sich nicht lohnt, weil wahrscheinlich die Tage das nächste Ding rauskommt, man nochmal neu kaufen muss für einen neuen Engine, aber hey, egal. Genau, Inhalte installieren. Tun Sie dies. Bitte, tun Sie dies jetzt. Ja, wir werden das jetzt wahrscheinlich nicht ohne einen Neustart nutzen können. Das wäre ziemlich seltsam, wenn doch. Weil, naja, immerhin braucht er ja ein bisschen für irgendwelche Dinge.
Okay, aber wir haben es zumindest für das nächste Mal irgendwann. Kann ich auch die andere Mod noch mit reinpacken mit den anderen Triebwerken. Die habe ich nämlich auch noch nicht drin, weil ich noch keinen Neustart hatte entsprechend. Ja, gut, wir müssen Panzerung weitermachen. Die ist fertig, die ist fertig, die ist nicht fertig. Da braucht es noch etwas. Einheiten. Okay, ja, sehr gut. Da vorne ist das ja auch erledigt. Aha. Ja, so rum bitte. Okay. Okay. Du. So. Gut, das wäre das. Ach ja, stimmt, wegen. Ja, wir müssen uns mal das Cockpit organisieren, damit wir. Wobei, oben drauf könnte ich das schon. Sowas für nervig, warum? Ich verstehe nicht, warum er da nicht hochgeht. Total mega ätzend, aber egal. Hier haben wir ja schon. Was soll's? Ja, wir könnten das so handhaben, rein theoretisch. Ja, lässt du mich jetzt bitte? Hallo, danke. Geht doch. Ist interessant zu sehen, welches System manchmal schneller die Meldung weitergibt als ein anderes. Dann frage ich mich gerade, was das für Meldungen sein sollen hier. Nervt schon dezent. Achso, ah, die Bestätigung stimmt. Da gibt es ja wieder zigtausend Mails von Steam über den Kauf, genau. Und dann ja, Newsletter-Scheiß und so. Oh Gott, ich hasse das, ne? So. So, jetzt ist aber auch genug. So, genau. Ja. Jetzt ist halt nur die Sache. Waffenmäßig. Würde das vielleicht ein bisschen schwer. Oh Gott. Was ist noch los? Achso, okay. Ja, super. Wenn es was Wichtiges wäre, ne? Netflix und sowas, dann mit dir Newslettern. So, weißt du was? Stumm. Wie angenehm. Okay, was wollte ich jetzt? Genau, Waffen. Weapons. Super. Wäre auch viel zu einfach, wenn man darüber suchen könnte. Mal warum auch? So. Ich bin tendenziell ja immer für Energiewaffen. Ich würde es auch gerne filtern nach Energiewaffen. Das wäre so eine super coole Sache. Und danach tendenziell, ich hätte es gerne in klein. Weil es gibt ja hier irgendwo Small Blocks. Small, Large Blocks. Genau, ja, wunderbar. Small Blocks. Das Coole wäre natürlich, wenn hier wirklich alle Small Blocks drin wären. Nicht nur so tendenziell. Ja, Krams so irgendwie, sondern halt wirklich alles, was es als kleine Blöcke gibt. Ha, okay. Wo habe ich die her? Das finde ich interessant. Oh, mega cool. Ja, okay. Kommt dran. Auf
Octo Cannon Turret. 800 Meter ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ja, das ist das, was ich meine. Ich habe jetzt hier vorne Arx zum Beispiel, ne? Die gibt es definitiv auch in klein. Okay, nicht die Blöcke, die ich haben will in klein, das ist immer so. Coming Missiles in Suit. 500 Meter. Ist vielleicht nicht verkehrt, so als Verteidigungsmaßnahme, ne? Hm. Achso, was, wir packen mal alle kleinen verfügbaren Waffen. Mal hier hin. Vulcan Gatling. Okay. Gibt's nicht. Mhm. Ja, finde ich eine ganz schöne Sache. Den hätte ich gerne. Was ist das? 4 Kilometer Reichweite. Gut, wir packen das auch mal hier mit her. Chain Gun Turret. Was hat der denn? 1,2 Kilometer. Extremely High Fire Rate, okay. Shoot down a Coming Missile als ein Strikecraft, ja. Mhm. Und Defense, ja. Was haben wir hier? Warte mal. Punisher, okay. Well, high fire density and auto attack on lightly armored enemy grids. Hm, packen wir auch mal mit hin. Ich glaube, aber die knapp ist es zu groß. Ich glaube, das ist auch zu groß, aber ist egal. So, wo haben wir denn hier noch Weapon Blocks? Genau, da sind interessant wenig dabei. Ich dachte, die kann man nicht bauen. Superconductor Prototech, ja, diese Prototech-Komponenten braucht man dafür. Waffen. Prototech-Waffen. Oder was? Ne, Fireworks. Hier sind generell Waffen drin, okay. Ja. Die Autokanone, die ist okay. Wobei, wir packen einfach für die Gatling rein, dann passt das schon. Ich würde gerne einen Projektor nutzen noch. Ja. Ich glaube, der könnte tendenziell wichtig sein, ja. Könnte er. Hm, jetzt ist halt nur die Sache. Okay, also schauen wir uns das mal an. Das können wir halt rein theoretisch überall so dran setzen. Hm, das sollte natürlich halbwegs vernünftig aussehen. Wie zum Beispiel hier. Genau. Hat man hier welche? Ich setze dann hier noch welche mit dran und die verteidigen uns dann gegen Raketen. Ja. Jetzt natürlich so die Sache. Wir brauchen auch irgendwas Großes. Nur zum Radar. Oh, okay.
Ja, habe ich auch schon eine Idee, wo das hinkommt. Aber das wäre jetzt die hier. Welchen Anschluss hat die? Gut, das lässt sich über einen Adapter machen, das ist kein Thema. Ah, die ist zu groß, das wusste ich doch. Die ist auch zu groß. Gatling würde gehen. Autocannon Turret. Steht irgendwo die Reichweite da rechts oben. Ja, ist jetzt so die Sache, ist egal. Ich tendiere eh zu denen hier. Das heißt dann aber auch. Genau, ich brauche den Konverter wieder zurück. Weil dann. Genau, dann kommt das hier auch mit drauf. Na. Jetzt komm schon, lass mich. Also, manchmal. Ist schon so ein kleiner Krampf, ne? Die braucht aber mehr Platz eigentlich. Die haben alle kleine Anschlüsse, ne? Ja, die haben kleine Anschlüsse. Natürlich haben sie kleine Anschlüsse. Brauchen trotzdem mega viel Platz, was eigentlich auch wieder Kacke ist. Okay, versuchen wir es erstmal so zu lösen. Ich baue jetzt hier vorne einen von denen drauf. Ist eigentlich keine Option. Aber wenn wir mal gucken hier von der Panzerung her. Gut, das würde gehen, rein theoretisch. Aber nicht mit der großen. Die große guckt dann praktisch hier drüber, oder? Nee, tut sie nicht. Okay. Aber es sieht halt auch geschossen aus, ne? Naja, das geht so nicht. Ja, da kommt jetzt mal ein bisschen was zurück. Genau, so. Ich brauche nämlich wieder Platz. Sehr gut. Okay. Tja, tendenziell würde ich dann sagen, bleibt fast bei den. Ich nicht noch andere Waffenmods drin? Ne? Nee, ne? Ich glaube nicht. Warte, kann man Laser eingeben? Doch, hier sind noch andere dran. Warte. PDX. Fünfhundert Meter Reichweite. Weiß nicht, ob der funktioniert. Und ich setze jetzt nicht drauf, ehrlich gesagt. Achso, den Raketenwerfer haben wir auch noch, stimmt. Der braucht aber einen großen Grid. Ja, die Autocannon ist mir eigentlich am liebsten, ehrlich gesagt.
Aber die Assault kann auch. Mh, machen wir dann aber folgendermaßen. Da ist es doch hier. Ich muss gucken, wie das passt. Ich würde es halt gerne so ein bisschen panzern ringsrum. Nur ein bisschen dieser Schutzgedanke, das warte. So, alles da. Dann geht das ja eigentlich schon fast. Ja. Dann haben wir zumindest eine Kanone schon mal drauf. Wenn ich jetzt noch wüsste, was das für eine ist. Noch. So, Assault. Cannon. 1400 Meter Reichweite. Okay, es reicht mir. 1400 Meter finde ich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen mit.